Willkommen in der Form mit dem Nokia Lumia 610 Smartphone, das es für nur 180 Euro geben wird, mit einem wirklich sehr schönen Display. Wir werden natürlich viele verschiedene Farben haben. Windows haben wir installiert. Das sollen dann nur mit Tango ausgeliefert werden, beziehungsweise was heißt denn nur? Das wird genauso viel können wie das normale Lumia 800, aber das Design ist ein bisschen anders, wie ihr sehen könnt. Ist ein bisschen kindlicher, würde ich sagen, dadurch, dass so viele Farben erhältlich sind, beziehungsweise durch dieses Plastikrückseite. Wir haben nur eine 5-Megapixel-Kamera, aber trotzdem mit Blitz. Also Nokia legt trotzdem Wert auf hohe Qualität. Wir haben Micro-USB-Anschluss, der frei ist. Kopfhöreranschluss, auf dieser Seite haben wir nichts, unten auch nichts, beziehungsweise das Mikrofon ist gleich hier. Und dann haben wir natürlich noch einen Fotoknopf hier unten, An- und Ausschalter, und die Lautstärkeregelung ist gleich drüber. Ihr habt gerade eben schon gemerkt, es ist wirklich schön schnell. Ich drücke jetzt mal den Fotoknopf und dann werdet ihr sehen, dass es eigentlich noch auch beim Fotos machen gar nicht so schlecht ist. Vor allem, wenn ich den Knopf stark genug drücke, ihr merkt, es reagiert schön schnell. Auch dadurch, dass es eigentlich nur, ich glaube, 800 MHz hat und 256 MB RAM. Aber trotzdem läuft es ganz gut. Das Display fühlt sich gut an und ist auch von der Seite recht weit erkennbar. Und die Farben ändern sich auch nicht so wirklich. Ansonsten könnt ihr hier die technischen Daten nochmal ablesen. Es wird wirklich weltweit erhältlich sein. Mit allen möglichen Anschlüssen. Der Akku ist auch nicht zu klein. Und 27 Stunden können wir damit auch sogar im Internet, im Standby in Benutzung sein. Das heißt, ich glaube, über 3 Wochen. Bis zum nächsten Mal bei NLMV. Das war das neue Nokia Lumia 610 Smartphone hier von der Mobile World Congress 2012. Wir sind gesponsert von meindeal.com. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.